Der Countdown hat begonnen. Am Wochenende treffen die Füchse um Kapitän Thorsten Lahn und Rechtsaußen Markus Rechwin im Halbfinale des Champions League Final Fours auf den THW Kiel. Laut Rechwin haben die Berliner aber schon jetzt viel erreicht. Wir können sehr zufrieden sein. Also, wir haben das Optimum bis jetzt rausgeholt. Wir leben unseren Traum in der Champions League, haben das Final Four vor Augen. Und was Größeres kann es zurzeit, glaube ich, für den Verein nicht geben. So sieht das auch der Captain. Er weiß aber auch, wie es sich anfühlt, in einem Finale um die europäische Krone zu stehen und diese sich dann auch aufsetzen zu dürfen. Aber Champions League ist natürlich für Handballer das Größte überhaupt. Und das waren natürlich zwei überragende Erlebnisse für mich. Aber damals war es die alte System mit Hin- und Rückspiel. Und jetzt mit dieser Final Four habe ich nichts selber probiert. So, ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt und sehen, wie ist es eigentlich hier in Köln. Was wird das für ein Erlebnis für uns hier im Wochenende? Doch trotz der ganzen Vorfreude und Anspannung bleibt für die Jungs immer noch Zeit, mit den Fans eine gepflegte Runde 2 gegen 2 zu spielen. Und nicht nur dabei wirken sie noch wie die Ruhe selbst. Also ich lasse das eigentlich nur auf mich zukommen. Also ich glaube, wir werden und ich persönlich natürlich auch, konzentriere mich einfach nur auf das Wesentliche erstmal. Ich denke, wenn du dann zum ersten Mal in Köln ankommst, am Donnerstag oder am Freitag in der Halle stehst, dann denkst du vielleicht drüber nachzudenken und sagen, ey, wie geil ist das hier eigentlich? Und darauf freue ich mich natürlich schon ein bisschen und hoffe natürlich, dass wir dann vor 20.000 Zuschauern auch ein geiles Spiel abliefern werden. Was gegen die Fans auf dem Platz vor der Gedächtniskirche klappt, wird aber am Samstag gegen die Truppe aus Kiel natürlich bedeutend schwerer. Beide haben jedoch ihre Ideen, wie es dennoch klappen kann. Noch haben wir uns nicht ausgedacht, weil heute ist dann das erste Training, wo wir uns dann explizit auf Kiel vorbereiten. Aber man muss ja bloß ein Tor mehr werfen und das ist unser Ziel. Insofern haben wir, glaube ich, keinen anderen Gedanken gehegt bis jetzt, wie wir Kiel schlagen können, sondern hoffen einfach, dass wir dann mit einem Tor vorne sind. Ja. Richtig wichtig ist, dass wir Kiel einmal geschlagen haben, weil dann haben wir dieses Gefühl, wir haben es einmal gemacht, dann ist es wieder möglich. Und dann können wir ja natürlich auf Statistik und Tabelle gucken und sagen, ja, Kiel ist überragend dieses Jahr. Aber wir ruhig, wir liegen uns nicht auf Boden. Wir kämpfen mit alles, was wir können, Samstag. Und dann sehen wir danach, ob es genug ist für noch eine Sensation oder wir sagen, ja, wir kämpfen auch für dritte Platz Sonntag. Das wirft natürlich die entscheidende Frage auf. Gegen die Fans reicht es nur zu einem Unentschieden. Doch was ist am Wochenende drin? Ich glaube, das primäre Ziel ist einfach, dass wir uns als Mannschaft, als Verein super präsentieren. Also, dass wir das Beste geben, alle, und wir dann zufrieden mit dem sind, was wir geleistet haben, dann dort. Und dann werden wir sehen, für was es reicht. Natürlich träumt jeder vor dem Titel. Und wenn man so nah dran ist, dann natürlich umso mehr, aber man sollte trotzdem realitätsnah sein und sagen, ich probiere mein Bestes und dann gucken wir mal. Ja, und nicht so diplomatisch. Natürlich gehen wir dahin zu gewinnen, weil, hey, jetzt sind wir so weit und dann können wir nach Hause gehen und bleiben hier, wenn wir nicht Lust hat. Ja.